Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Familie Nakano besucht, weil die haben ein entführtes Kind und zwar Kazumi, die 19-jährige Reparatur-Freak-Typin. Und ja, wir haben einige Holobänder aufgesammelt, um irgendwelche Hinweise zu bekommen, wo sie verschwunden sein könnte. Und anscheinend ist sie in Fall Harbor. Fall Harbor, Far Harbor. Mein Gott. Ich wollte schon sagen, wer ist das denn? Und ja, wir müssen euren Eltern Bescheid sagen, wo sie ist. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ja. Ich glaube, ich weiß, wohin Kazumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du darfst keine Zeit verlieren. Du musst ihr nach. Warte, hast du herausgefunden, warum sie gegangen ist, Detective? Mit wem sie gesprochen hat? Welche Rolle spielt das? So wie ich meine Tochter kenne, muss es einen Grund geben, dass sie gegangen ist, ohne uns zu sagen, wohin. Entschuldigung. Interessiert es dich nicht, ob sie gefunden ist? Das ist ein neuer Stuhl holen irgendwann. Du hast recht. Hast du Hinweise darauf gefunden, warum Kazumi weggegangen ist? Ja, will ich aber nicht sagen. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Okay. Tochter hat eine Gruppe einfach ablenken. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Sind sie trotzdem Leute? Bist du sicher? Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Du musst nach Far Harbor gehen. Nimm mein Schiff. Es hat ein Linksystem. Ein letztes Geschenk meines Vaters. Und es ist auf lange Strecken ausgelegt. Ich nehme die Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel. Dann nimm das. Bitte. Ich entschuldige mich sehr für den Stuhl. Oh, danke. Ein bisschen Taschengeld. Aber mein alter Stuhl ist Schrott und ich habe jetzt nur so einen blöden Klappstuhl, auf dem ich mich jetzt drauf setzen kann. Deswegen. Ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit quietscht hier. Jedes Mal, wenn ich mich bewege. Das ist so nervig. Vor allem jetzt habe ich versucht, Geräusche zu machen und da hat nichts gemacht. Okay, dann auf nach Far Harbor. Okay. Okay, machen wir halt so. Okay, Hancock, ich bin Mickey Maus und du bist Donald Duck. Okay, gut. Und ich pfeife dann jetzt hier so ein bisschen. Irgendwie so ging das doch, ne? Ja, oder Nick. Hancock kommt gar nicht mit. Mit den Dingen hier so durchs Ödland zu fahren, das wäre geil. Adios, amigos. Springen sollte ich vielleicht nicht. Da war auch das Lied, oder? Steamboat Willie. Er ist der Cartoon von Mickey Mouse, glaube ich. Ja, dann hätte eigentlich Hancock Carlo sein müssen. Nicht Donald Duck, aber egal. Was von Disney hören will, sollte ich mein Kingdom Hearts Let's Play angucken. Da gibt's genug Disney. Gibt's alles andere als Disney. So. Und Hancock ist nicht. Vielleicht kann ich auch gar kein Ding jetzt mitnehmen. Könnte vielleicht auch sein. So. Schon mal eine ganz schön unterschiedliche Atmosphäre, finde ich. Cool.
Ja, ist voll die Geisterstadt hier. Da bist du entkommen. Die verdammte Waffe runter. Was geht? Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner, damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Ellen hat ja Probleme. Alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Nicht gekommen. Ich suche nach Kazumi. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kann... Klar, so sieht's aus. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm meine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir! Vorsicht am Rumpf! Weißt du, wenn ich Nein sag? Runter. Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Geh, Mann. Wo ist mein Dingens hier? Beweg dich! Auf den Rumpf! Da draußen ist was! Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung! Soll ich die einstecken? Augen auf, Leute! Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel, sie kommen! Schlinger! Mein Gott, verteidigt euch! Macht bereit! Feuer frei! Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ein Schlinger, was ist das denn? Hallo? Na, guck mal, du. Was zum. Also nix. Er fällt da unter, Mann. Schreckt ihr bloß nicht, Leute. Ich hab Angst, irgendwie jeden über den Haufen zu ballern aus Versehen. Das war wie in diesem einen Film. Man gegen ganz viele Leute, wo die Leute gegen andere Leute gekämpft haben. Tun sich heilen. Und war tot. Was zum? Oh Gott, Hilfe. Ja, direkt zwei mutierte Gegner. Wurf. Wir haben Spaß hier. Sehr gut. Aua, hör auf damit. Ist schon direkt welche feigt. Schlinger in rein. Da kommt noch mehr, was? Wie jetzt? Was?
Hat jetzt immer Killstil gemacht hier im letzten Moment. Warum ist der Angler rot bei mir? Ach, die Viecher heißen so. Ach, weil die so Anglerfische sind oder was? Ja, einer ist gestorben. Nein! Hey! Einer ist schon verreckt, ja super. Deswegen tue ich nicht gerne solche Dinger verteidigen, weil dann immer irgendjemand verreckt. Deine Sorgen ersäufen? Geh zu Mitch im Last Plank. So ein Dreck. Ich kannte dich kaum. Wer war das überhaupt? Noch jemand gestorben, Mann. Deswegen will ich nicht, dass sich andere immer ja in meine Kämpfe einmischen. Weil die halt immer verrecken. So, einer ist verreckt, geil. Ich kannte ihn kaum. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt. Wie gesagt, ihr Probleme. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Wohin ich auch gehe, niemand hat es leicht. Da widerspreche ich nicht. Ich habe genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten einfach so wütend, ich könnte mich umdrehen. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen. Bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Far Harbor und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Nein, nicht noch mehr Leute, die potenziell sterben könnten. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich brauche keinen Fremdenführer. Ich würde das nicht allein machen. Wenn du es dir anders überlegst, findest du Longfellow in der Bar im Last Plank. Aber bevor du das tust, bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich der andere Typ, der wahrscheinlich sagen, tot ist jetzt. So schnell nicht der tot ist. Danke. Okay. Die hat absolut keinen Bock mehr mitzureden, als er weggerannt. So, Geschäft. Kann ja was verkaufen. Leben am Abgrund. Hilf Cassie Dalton, hilf der Seefahrerin. Hi. Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die Einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht so wenig Lust, mir zu helfen. Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Kein
Problem. Ich helfe. Ach so, ich dachte, die wollte 450. Kauf müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Okay, Rumpfdurchbruch. Wo ist ja die Person, die den Laden betreibt? Ich hätte gern Sachen. Oder hi. Alan. Der Festlandbewohner. Super. Mein Gott. Du warst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. Ich hab euch den. Ey, Kumpel. Ich wollte nur helfen. Hilfe von anderen macht dich schwach. Man braucht sie mehr und mehr, bis man ohne sie verhungert. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach. Entweder kommen wir haben Pech gehabt. Allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Wenn du handeln willst, dann mach das. Kaum komme ich hier hin, drei Leute sterben. Denkst du, ich kann nicht noch toppen? Oder was Schlimmeres. Sag mal, was du da hast. Alles klar. Alles klar, sagt er, während wir uns gegenseitig böse angucken. Okay, was haben wir hier? Der Fischfänger. Jetzt hätte Aktionspunkt kosten. Kostet hat. Was ist das hier? Was zum? Wir schauen, wenn das See volle Gesundheit besitzt. Harpune? Ja, damit, ja, damit. Bevor du mir auch noch wegstirbst, ne? Da, wo hab ich den Dingens hier? Ich möchte das aufsehen. Ich hab den doch dabei. Nimm das. Und wollte ich noch, ach ja, ich hab von Sint irgendwie. Mehr nicht, okay. Alter. Eid dem Pack. Ja, kann ich da ein bisschen rumwerken? Ich habe zwar nichts dabei, aber. Hast du meine Werkzeuge gefunden? Ich halte die Augen auf. Alter, 72? Das ist, glaube ich, stark. Schützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Will aber nicht den Schaden. Was schießen da mit Harpunen? Tut echt mit Harpunen schießen, okay. Wo? Das haben. Essen vorne, Dock hinten. Der Köderladen. Okay, die schläft. Lass mal die. Was? Was willst du von mir? Was gibt es über die Gerberei zu berichten? Hier hatte ein Mann namens Pauli sein Lager. Sehr geschickter Knabe. Vor einem Jahr kam der Nebel und er musste verschwinden. Er hat Vorhaber kürzlich verlassen. Es kann also alles geborgen werden. Ich werde sie bald finden. Wie gesagt, der Ort ist gefährlich. Pass auf dich auf. Okay. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Ich habe was mir schon wieder eine Mission reingedrückt. Willkommen im Köderladen. Wenn du Krimskrams brauchst, bin ich dein Mann. Handeln wir. Sehr gerne. Ja. Wie heißt der? Brooks, okay. Recon Marine Helm. Okay, Beweglichkeit und Wahrnehmung. Was zum 13.000? Das hat mehr als meine jetzige, was? 17, 18... Oh Gott, das hat mehr. Ich will meinen Sint-Helm aber viel besser. Boah, da muss ich ein bisschen sparen. Okay, Brooks, muss ich mir merken. Du darfst nicht sterben. Verdammt. Ich könnte mir das leisten, aber... Aha. Umso teuer. Bist du auch ein Geier, der über André kreist? Er ist noch nicht tot. Warte. Nein. Ach so. Ein Festlandbewohner. Willkommen in meiner kleinen Klinik. Wenn du einen Arzt brauchst, dann raus damit. Ja, kannst du ihm mal was Ratten Krankheit von mir entfernen? Gespräch, aber es ist so viel zu tun. Wer ist André? Der arme André da drüben ist mein Patient. Er war zu lange im Nebel. Du kennst vielleicht die Strahlenvergiftung vom Festland. Aber wir haben hier unsere ganz eigene Variante.
Ich kenne mich mit Medizin aus. Kann ich ihm helfen? Du sagst, was? Du? Helfen? Nun, dem armen Andre geht es schlecht. So gut wie tot. Schadet wohl nichts, dich an ihm rumprobieren zu lassen. Aber ich behalte dich im Auge. Okay. Das erste Logische, was mir einfällt, ist, das Bein zu amputieren. Dann schauen wir mal. Wenn es 8 oder A2 erforderlich, um ihn zu heilen. Intelligenz 8 habe ich, glaube ich. Ich habe sogar 9. Habe ich nicht sogar Arzt auch? Awesome. Sowohl als auch. Na, gelingt es dir, deinen Patienten zu stabilisieren. Mensch, du hast es wohl geschafft. Ich kümmere mich um Andre. Aber dank dir hat er wohl eine reelle Chance. Oh, kein Problem. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Suchst du einen Arzt? Ich brauche medizinische Betreuung. Dann rede. Ich höre. Verdammt. Och, eigentlich ist nicht. Was? Ah, du gehst. Jetzt muss ich Geld sparen für diesen Helm. Wer vielleicht nicht so steht, aber was soll's. Muss ja mal irgendwann was Neues kommen. Okay. Das Last Plank, das ist die Bar, ne? Siehst du? Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Pass auf. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich sehe und höre auch alles, was ich tue. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Eine Geschichte von Gier, Blut und Rache. Von welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Meine Troll. Familie, die Gardens, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor, sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Ja, viel Glück. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen. Stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Ich bin der Fremde. Meinst du mich? Meinst du etwa, ich bin der mysteriöse Fremde, der dir helfen wird, deine Familie zu rächen? Oh, du bist auch mysteriösen Fremden. Schlauer. Gut, du brauchst einen scharfen Verstand, denn dein Teil der Geschichte ist gefährlich. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge. Hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Ghule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Das bin ich. Diese Ghule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie du nicht, Hancock. Angetan haben. Okay, blutige Flut. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich beende die Party hier. Wir machen weiter in der nächsten Folge mit Far Harbor. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.